Was macht denn Otto Normalverbraucher? Drehschieberwellen macht er ja nicht. Nein, das ist nicht unser Augenmerk. Das ist eine Sache, die haben wir gestoppt. Wir konzentrieren uns jetzt auf die anderen Produkte, wo wir Sinn drin sehen. Und die Leistungsregion, in denen sich aktuell ohnehin bewegt wird, da spielt ein Drehschieber eigentlich auch schon fast gar keine Rolle mehr. Ne? T5 natürlich. Ja, T5 ist eine Top-Lösung, sage ich mal, für Drehschieber. Aber auch von der Konstruktion grundsätzlich eine ganz andere. Da ist die einwandfrei und ich weiß, dass hier 62 Hub und 60 Hub, da gibt es einen Zylinder, irgendwie die T5-Fahrer wissen das, der irgendwie verlängert die Laufbahn und von einem Leichtflugzeug, Motorenbauer irgendwie auf Basis Malossi, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, irgendwie, und da macht es dann natürlich alles Sinn. Und die Jungs, die werden dann wahrscheinlich auch ihre knapp mal 30 PS treffen. Da ist ja bei der T5-Fahrer auch ein bisschen Not aktuell, aber wie gesagt, es geht gut. Die Hübe machen wir, wie sie wollen, 54, 57, 56, 5, 58, 60 oder wenn einer ein Zwischenmaß will, alles möglich bei uns. Ja, und da sind wir eben auch wieder, ich kann bis zum Tag, wo gefräst wird, warten, was für Bestellungen vielleicht noch gestern reinkamen, und kann eben auch die Hübe uns designen und sagen, doch nicht so viel Vollwangen, Glocken. Und also wir können da so frei jonglieren, das ist für uns gut. Wenn ich jetzt eine Bestellung abgeben müsste und in 2 Monaten alles kommt und ich in 2 Monaten aber andere Bestellverhältnisse habe, das wäre für uns schrecklich. Und so sind wir wieder bei der Flexibilität, und die haben wir hier. Natürlich. Ja, natürlich. Bis zu einem gewissen Punkt einfach auch die Flexibilität hinten raus. Richtig. Kannst ja auch sicher sein, dass du kein totes Kapital im Regal richtig hast, wo du sagst, oh Gott, hier liegt die Welle schon am Kapital rum. Nee, das, wie gesagt, und das ist unser Hauptvorteil, dass wir da einfach flexibel sein dürfen und können. Und natürlich ansonsten, das muss man auch sagen, gerade wenn der Christoph wieder seine verrückten Projekte hat mit irgendwelchen krassen Motoren, krassen Adapterplatten, aufgeschweißte Flächen etc. pp. Ja. Und dann so 5-Achs-Maschinen hier zur Verfügung stehen, der Motorblock aufgeschnallt wird und dann mal schnell durchlassen wird. Und am Wochenende kann es wieder weitergehen. Das sind natürlich auch Sachen, wo wir ganz klar, wenn das irgendwo anders wäre, wo wir den Motorblock hinschicken müssten mit einer Datei im Anhang, im E-Mail, und das dann zurückkommt und wir können online dabei sein, wir können online vielleicht nochmal was nachmessen. Gigantisch. Die Möglichkeit muss man haben. Ansonsten wären solche Motorenprojekte, die da stattfinden, bei Freunden und bei uns, das wäre nicht denkbar. Das geht nicht. Du hast gerade was gesagt bezüglich Thema Gehäuse. Da würde ich gerne noch mal einsteigen. Ihr bietet ja so ein Wohlfühlpaket an. Ne? Also ich kann bei euch den Quadrini-Zylinder kaufen, das Gehäuse und die Kupplung. Ja, also genau, wir bieten definitiv an, ob es jetzt Vespa PK-Gehäuse V50 oder Quadrini oder PX, natürlich an, dass unsere Kurbelwellen, die Bearbeitung nötig haben, Spindeldurchmesser in die Breite gehen und so weiter, für Zylinder, italienische Rennzylinder, Falk, Zylinderfuß muss gemacht werden, bieten wir auch mit an. Ist nicht unser Hauptaugenmerk, aber wenn einer bei uns einen Motorblock kauft mit einer Kingwelle, dann bereiten wir das so mit vor, dass das nicht nochmal irgendwo getan werden muss. Und, Das heißt Spindeln, Planen, alles möglich. Macht ihr auch so Geschichten wie Aufschweißen und so? Ich meine, ist ja heute fast nicht mehr nötig bei den ganzen. Macht ihr das? Ja, können wir anbieten, ist nicht unser Hauptaugenmerk. Wir haben einen sehr guten Mann an der Hand, aber ist nicht unsere Kernkompetenz, aber muss man klar sagen. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ich will wieder irgendwas, den Totalabriss proben, ich brauche 5 Kilo Alu dran, dann haut ihr das auch da drauf. Können wir organisieren. Haben wir. Also wie gesagt, alle Motoren vom Christoph sind ja ganz derb erweitert. Derb, aber doch schon 6 Jahre, glaube ich, im Dienst mit dem 60 PSler oder 8 Jahre, trotzdem, dass, ich weiß nicht, 500 Gramm Alu aufgeschweißt wurde oder ich. Also allen Sachen zum Widerspruch mit vorgeheiztem Motorgehäuse in einem Ofen, also alles perfekt gemacht. Aber das sind Dinge, das ist nicht unsere Kernkompetenz, muss ich also ganz klar sagen. Aber trotzdem, wenn jemand will, könnt ihr es machen. Er muss es natürlich sagen. Wir können es machen, aber es ist sehr aufwendig in einem Bereich, wo wir wenig Zeit haben. Mehr Zeit müssen wir hier verbringen als, aber möglich. Klar. Das heißt, ich rufe an und sage, pass auf, ich will mir ein 265 Kubik Quadrini bauen, pack mir mal alles zusammen
dann fragt man wahrscheinlich noch, was brauchst du hier da? Ne? Genau. Wir haben ein paar Komponenten auf Lager, die, wo sich Kunden schwer tun würden. Wir haben aber keine Kleinteile. Also Kleinteile ist auch nicht unsere Kompetenz. Also wir haben zum Beispiel für die Quadrini-Blöcke im Smallframe-Bereich, natürlich haben wir da die von uns vorgeschlagenen Lager. Also wir haben einen ganz klaren Favorit und den Lagertyp haben wir vorrätig, weil bevor die Kunden anfangen müssen, wo es das gibt und hier und da und sich unsicher sind, packen es wir mit ein, stellen es zur Verfügung. Aber das sind so, normal haben wir keine anderen Industrieteile, die wir mitverkaufen. Wir verkaufen keine Seilzüge oder Dichtsätze. Ja. Also, aber alles, was für uns Sinn macht, wo wir wissen, der Kunde könnte sich da vielleicht schwer tun, das richtige Produkt da nur zu kaufen, was wir empfehlen, das, ja. Also, und das ist auch nochmal wichtig für euch. Das heißt, wenn ihr Kingwelle-Produkte haben wollt, dann ist es tatsächlich nicht der Weg über den Online-Shop, sondern tatsächlich anrufen und mit den Jungs sprechen, ne? Oder? Das ist dir eigentlich im Grunde lieber, weil im Grunde hast du hinterher dann nicht das Problem, dass irgendwas unbesprochen blieb oder Wünsche nicht erfüllt. Ja, wir haben das so geregelt. Ey, dein Telefon klingelt die ganze Zeit. Ich musste dich zwingend auszumachen. Der Online-Shop sendet mir eine E-Mail. Unfassbar. Und da steht auch geschrieben, dass der Kunde erst eine Rechnung bekommt, wenn ich die Lagerhaltigkeit geprüft habe. Das heißt, ich möchte sowieso nichts. Wir können das nicht bieten, dass jeder Hub von jeder Welle, mit jedem Bläuel immer verfügbar ist. Das heißt, der Kunde bestellt von mir aus dem Online-Shop, ich bekomme eine E-Mail und dann sehe ich, ist alles lagernd und dann bekommt er im Nachhinein eine E-Mail von mir, eine Antwort oder sogar eben einen Anruf, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob alles so passt, aber ja. Oder wenn also gerne über einen Online-Shop, nach wie vor, aber es mündet dann trotzdem immer noch in einer E-Mail, die ich dann persönlich zurückschreibe oder vielleicht einen Anruf oder Rückruf bitte. Im Fall war es speziell. Aber wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Kit bestellt, 60er Quadrini-Welle mit Gehäuse und einem Zylinder dazu, klare Sache. Ja, aber dann ist die Vorgabe ja auch gegeben. Genau, ja. Ja, aber das ist schon, gerade wenn es um so viel Geld geht, ich meine, so ein Motor, wenn du den dann fertig gebaut hast, ob du jetzt nur ein Smallframe oder Largeframe, da verbrennst du halt auch Geld. Und je besser du vorbereitet bist, desto weniger sind die Schmerzen hinten raus. Ich merke das ja jetzt. Oder habt das an dem Polossi, ihr habt das Video ja gesehen, ne, machst du nach 300 Kilometern, machst du den Motorblock auf und denkst, die Welle hat aber Platz gebraucht. Ja, ja. So, von daher. Und witzigerweise, ich habe die Jungs gerade gefragt, es ist ja durchaus recht überschaubar, was hier so an Wellen liegt. Das sind jetzt nur so ein paar Sonderdinger, so ein paar Sonderpöstchen, die gemacht werden. Ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein, wie das hier normalerweise aussieht. Ey, das glaubt ihr nicht. Warum macht ihr es so, wie ihr es macht? Also, wir hatten Freunde, die uns diese PX-Welle nahegelegt haben, vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, haben eben erzählt, dass es denen die Stümpfe abgerissen hat, bei Leistungen um die 40 PS von vor 10 Jahren. Mhm. Und haben wir gesagt, okay, wenn wir da schon mal das Design angehen, dann machen wir uns Gedanken und dann setzen wir hier einen Dreierradius rein. Natürlich kann jetzt niemand der die Welle kauft und eine Scheibe hat, die gehärtet ist, mit einem Dremel hier einen Dreierradius reinfriemeln. Deshalb war für uns klar, okay, wenn wir das tun, dann müssen wir dem Kunden auch die Scheibe mitgeben. Deshalb ist bei jeder PX-Kupplung eine Scheibe dabei, aus 100 CR6, richtig vergütet auf knapp 55 HRC. Das ist eine Härte, wo die Scheibe sich nachher, wenn sie sich leicht wölbt, also die liegt ja außen am Lagerring an, und in der Mitte ist sie frei zum Radius und dann kann sie sich ganz leicht wölben, vielleicht abstützen, eigentlich nicht. Diese Scheibe ist noch nie gebrochen. Die ist im Lieferumfang enthalten, 3,5 mm dick, dabei für die Ewigkeit. 3,5, okay. Also es gibt Unterlegscheiben, die haben so das Standardmaß ist 3,3 bis 3,7. Kommt drauf an bei der PX, was du... Wir sind in die Mitte gegangen. Ja, ja. Du machst es nie allen recht. Das ist ganz witzig. So die PX-Altmotoren haben 3,3 und die mit Getrennschmierung, die dieses gezahnte Rad haben, die haben dann 3,7. Ja. Also ganz... Wir sind in die Mitte, weil gibt andere Punkte auch bei Smallframe-Kupplungen. Die einen fahren das primär, die anderen fahren das. Du musst dich so positionieren, dass es immer passt. Und wir haben die Mitte gemacht und wie gesagt, Scheibe dabei. Wir setzen ja auch hier einen sogenannten Nutenstein, eine Passfeder 4x4x18 ein und machen nicht den Einstich, der sehr tief in den Stumpf reingeht für den großen Halbmond. Da wart ihr die Ersten, die das gemacht haben. Richtig, ja. Oder? Ja, das war die gleiche Idee. Wann kam das mit dem Nutenstein? Vor 10 Jahren. Also, weil das ist ja jetzt durchaus, hat sich das ja zu einem Standard rausgemausert, ne?
Ja, ehrt uns. Ja. Die Japaner sind geehrt, wenn sie kopiert werden. Ja, ja. Ja. Ja gut. Nee, aber es ist ja so. Nee, das war die Ideengebung. Wir saßen da zusammen auf der Terrasse, das weiß ich nur wie heute, und dann hier Brainstorming, ja. Was machen wir besser? Wenn wir es machen, machen wir es besser. Und dann war das eben auch so ein Gimmick. Ja. Genau. Also der Notenstein geht auf Kingweller zurück. Jo. Ja, macht Sinn. Ansonsten gibt es viele Dinge. Natürlich, jetzt nur ganz kurz, das kann man auch noch erklären, wir haben jetzt hier eine Bohrung drin. Die Bohrung ist original verschlossen mit einem Füllgewicht in Standard-Edelstahl für den Standard-Wuchtfaktor. Wuchtfaktor ist ein ganz langes Thema, können wir hier nicht, sprengt den Rahmen. Ja. Da wir aber verschiedenste Hübe, verschiedenste Pleuel, verschiedenste Zylinder erwarten, die kombiniert werden, geben wir den Kunden die Möglichkeit, also wir geben eine Empfehlung aus und wir sagen, okay, du hast einen 330 Gramm schweren Kolben, dein Bläuel ist 130 mm lang, dein Hub ist X. Ich glaube, man sollte ein bisschen, und dann geht man ins Gespräch und dann kann hier ein Wolfram eingesetzt werden oder nicht. Mir ist das, weißt du, woran mir das aufgefallen ist? Ich habe eure Kurbelwelle mal gegen ein paar Kurbelwellen verglichen und da fiel mir auf, bei der Quattrini-Welle konnte ich 57 Gramm dranhängen an das Pleuel, bei der SIP-Welle konnte ich 67 Gramm dranhängen und bei euch 172. Das sind ja Welten. Das ist maximaler Wuchtfaktor, das ist nicht der Standard bei dir. Das ist richtig. Aber nur vielleicht so ein bisschen das griffig zu erklären, der Wuchtfaktor, warum ist der eigentlich so wichtig? Für den Rundlauf, für das ruhige Laufen der Kurbelwelle. Wir haben, ich meine, die PX ist, die schlimmste Welle ist die Weitframe-Welle und dann kommt die V50-Welle von der Baubreite, von der Wangenbreite. Da ist einfach fast kein Material da. Also sie kann eigentlich keinen, in das Gewicht, in die Wucht einer Welle kann da sehr, sehr wenig Auswirkung sein, wenn die Welle selbst keine Masse hat. Ja. Selbst hier, wenn ich eine T5, nehmen wir mal die zwei, das ist wie Bruder und Schwester hier, PX und T5, die sind ja von dem her gleich, aber es gibt einfach diesen Unterschied. Und natürlich hat dann die T5-Wange hier schon mal von Haus aus mehr Eigengewicht oder Unwucht, die dann nachher mit dem Gegengewicht des Pleuels und des Kolbens dann doch wieder eine Wucht ergeben. Mhm. Eine bessere Voraussetzung wie eine PX. Deshalb wird man zum Beispiel hier bei einer PX eher einen Wolfram einsetzen müssen, um die Gewichtsverhältnisse irgendwie beeinflussen zu können. Das ist ein ganz langes Thema. Jeder sieht es irgendwo anders. Wir wissen, dass alle Kunden, alle darf man nie sagen, dass ganz viele Kunden ganz zufrieden sind mit den Wellen, wie wir sie so bauen. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, ich investiere nochmal 25 Euro in so einen Wolfram, ich hebe den Wuchtfaktor nochmal an und dann kann man hier und da kann man Vergleiche ziehen. Das ist auch das, was wir geben die Möglichkeit. Ja. Das ist das Wichtige, wir geben die Möglichkeit. Viele sagen dann, nö, brauche ich nicht, mein Kumpel fährt das, top. Und dann sage ich, okay, dann ich will nur gefragt haben. Das ist etwas, was bei uns im Gespräch bei rauskam, als ich dir gesagt habe, was ich bauen möchte und wo ich hin möchte und was mir wichtig ist, hast du gesagt, okay, komm, dann lass uns da einfach den Wuchtfaktor erhöhen. Das hat den und den und den Vorteil. Ne? Also das ist auch etwas an Infos, was ihr natürlich mit auf den Weg kriegt, wenn ihr mit den Jungs hier persönlich sprecht. Der Individualisierungsfaktor bei der Beratung ist wirklich sehr, sehr hoch. Das ist also mir aufgefallen, auch das Eigengewicht. Ne? Also eure Welle hatte knapp 2 Kilo und die Bewerber, sagen wir mal, waren da deutlich geringer vom Gewicht. Ne? Also es ist schon auffällig. Ich habe, als ich die Welle aus der Packung genommen habe, ich gesagt, boah, was ein Stein. Also da hast du schon das Gefühl, da hast du eine Kurbelwelle in der Hand. Ne? Ich meine, das kannst du jetzt nicht vergleichen mit so einem Motocross-Kurbelwelle, wo du das Gefühl hast, da schleppst du einen Amboss hinter dir her. Aber wenn du nur die Standard-PX-Wellen gewohnt bist und kriegst dann eine King-Welle in die Finger, da hast du schon ein dickes Aha-Erlebnis, muss man einfach sagen. Ja, klar. Materialeinsatz, Materialdurchmesser, die rotorische Masse ist da natürlich größer wie bei einer geschmiedeten indischen, keine Ahnung was, wo fast nichts dran ist, wo am Ende des Tages wahrscheinlich gezählt wird, wie viel Gramm wiegt die, was haben wir Materialeinsatz? Ich weiß es nicht. Das ist bei uns nicht das Thema. Wir fräsen so wenig wie möglich weg, sagen wir mal so. Nein, eigentlich auch nicht. Die Kontur muss passen zum Einlasssystem, das ist die richtige Antwort. Oder hier dann doch Vollwange, weil VR1 geeignet dazu. Ja. Okay. Und wie gesagt, da reagieren wir so, wie es der Markt das braucht. Und schauen wir mal, vielleicht gibt es ja bald wieder ein neues Design. Wer weiß, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was für Zylinder kommen. Ja. Also ihr seid in einem ständigen, innovativen Prozess.
Es gibt immer Ideen und irgendwie, ja, wir haben viel Industrie um uns rum, vielleicht, ja, das eine ist, okay. Ja. Ja, ich denke, das hat ja jeder, dass er gewisse Wünsche hat und ja, Ziele. Ja. Und wir arbeiten natürlich an was, wo würde uns sehr freuen, wenn das zeitnah irgendwann mal, schauen wir mal. Also da kommt vielleicht ein Big Bang oder so, wer weiß. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Also ich bin jetzt auch, aber wer mit einem spitzen Ohr hingehört hat, weiß, dass es vielleicht da was geben kann oder so. Gut. Habt ihr, wie viele Maschinen beschäftigt ihr denn für eure Produkte hier? Ja, alle, oder? Ich sage mal, nein. Wir haben definitiv die Drehmaschine natürlich für die Dreharbeit, was? Wo wir gesagt haben. Ja, das ist unfassbar. Also ich habe in einem Kraftwerk mal gelernt, vor ein paar Jahrhunderten. Und auch da gab es Drehereien und Fräsereien. Aber da waren diese traditionellen, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese Holzgitter vor den Maschinen, damit du nicht im Span rumlaufen musst. Die Späne-Gitter, ja. Kennen wir aus der Lehre noch, ja. Hat sich keiner einen Toten interessiert, ob da drunter Späne liegt oder so. Das sah immer aus. Ja. Da war schon die Bohrmilch da drüber gelaufen. Und ja, natürlich. Alles wie die Pest. Aber hier überhaupt nicht. Ja, so haben es wir in der Lehre auch gehabt. Ja, ne? Immer hier beim Nachbar runterkehren, dass der eigene Platz sauber ist. Aber nee, gibt's ja nicht. Ist alles. Also wir haben die Drehmaschine definitiv, die für uns ein sehr, sehr, sehr großer Anker ist an Präzision. Und dann natürlich, auch ganz kurz, wenn man das nur zeigen kann, diese Maschinen hier, die sind auch von der Präzision sensationell. Und das sind eben die drei hier, die wir brauchen für unsere Kurbelwellen, dass das eine einwandfreie Präzision ergibt, nachher bei der fertigen Kurbelwelle. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn die Hubbolzenbohrung 1,5 Hundertstel nicht passt und wir drehen die Kurbelwelle einmal im Kreis, dann hat man 300 Stel auf der Uhr. Allein, weil hier irgendwie mit Klimaveränderung warm, kalt, nicht sauber warm gelaufen. Es wird definitiv nur auf den drei Maschinen hier gearbeitet. Ja. Und dann haben wir noch eine Maschine, die wir zum Beispiel benötigen für die Zwischenscheiben, wo wir gesagt haben, die fertigen wir aus dem Vollen. Das ist die CNC-Draht-Erodiermaschine, wo also ein Draht mit Strom in, mineralfreiem Wasser, destilliertem Wasser, das dann rausschneidet. Und das geht auch, möchte jetzt nicht sagen, ich glaube, fast aufs Hundertstel genau, kann der Draht das komplett ausschneiden. Wo wird also auch nicht gelasert. Das ist hier, das habt ihr hier. Die Maschine steht da vorne, ja. Gucken wir uns gleich an. Warum ist das ein Unterschied? Weil jeder kennt die lila, blau und rosa verfärbten Zwischenscheiben. Ich meine, irgendwo muss ja die Hitze hin. Und was passiert ist, ja, die nehmen gerne mal eine eigenwillige Richtung an. Warum macht ihr das so? Also ich sag mal so, außer, die, dass ihr mehr arbeitet, die Zwischenscheiben von unseren King-Kupplungen, egal ob jetzt ein Small Frame oder Large Frame, ein Blech hat eine Walzrichtung. Richtig. Und die Walzrichtung, wenn das Blech warm gemacht wird, übertrieben gesagt, werden sich die gewalzten, wie sagt man, nicht Moleküle, die Metallkristalle, die Gitterstruktur, wird sich dann theoretisch eher wölben von links nach rechts oder von vorn nach hinten und so weiter. Zudem bekommst du kein gewalztes Material mit der Güte, die wir haben wollen. Also es ist definitiv so, der Innenkorb treibt ja diese Zwischenscheiben an. Ja. Wenn du einen viertakteten Motor hast oder wenn du 60, 70 PS hast, du 90 Kilo wiegst, dein Radstand verlängert ist, ein angeheizter Slickreifen hinten drauf ist, 15 Kilo Gewicht am Vorderrad noch anbracht ist, du mit dem Bauchnabel auf der Lenksäule liegst. Du sprichst von und dann, Kinder, ne? Ja, und anderen in der DBM, die sich da opfern, ja, für das Spektakel. Natürlich kommt da auch ein brutaler Druck. Das Mitnahmemoment in diese Scheiben. Und natürlich, und wenn da... Und du siehst es auch an den Scheiben, dass die immer, die drücken sich richtig breit an den Nasen. Ganz kurz, wie viel 1000 Umdrehungen hast du beim Start? Du bist voll am Gas. Du knallst den Hahn bis ans Ende und ziehst dann deine Kupplung bei. Und das machst du 5, 6, 8, 10 Mal? Ich stehe am Start mit 10.000 Umdrehungen und lasse die Kupplung bereits schon so schleifen, dass ich gerade am Ziehen vom Roller bin, an diesem Punkt, 10.000 Umdrehungen, und wenn, dann geht die Ampel runter. Ich kann das auch 3 Minuten machen, ohne dass sich der Schleifpunkt verändert. Also es wird nicht mehr am Zug, wo ich schon gehe. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hören. Und wenn die Ampel dann auf grün geht, gehe ich von 10 auf 13.000 Umdrehungen und schleife den ersten Gang komplett durch. Und das sind die Momente, wo du gewinnst? Ja. Ja gut. Weil du musst die Geschwindigkeit...
Das Problem der ist, Start hinten ist, raus. Ist gewinnen, ja, nein, dann kommt natürlich der Schaltprozess dazu, aber in der Regel funktioniert es. Der Start ist alles. Die Kupplung ist alles. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos kennt. Ich mache jetzt mal gerade ein Video rein. So sieht das dann nämlich aus. Das ist, ich habe so oft schon daneben gestanden, da denkst du so, Alter, das kann gar nicht gesund sein. Und du machst das mit der Kupplung ein ganzes Rennen und dann fährst du nach Hause und machst ein nächstes Rennen mit der Kupplung. Ja. Was eine kranke Scheiße. Inzwischen haben wir Belege, die sind bekannt. Du machst die Kupplung nicht mehr auf das ganze Jahr, ob jetzt 50, 60, 70 PS. Egal, die Kupplung, die Belege. Ja. Das Innenleben der Kupplung hält. Ja. Es gibt auch keinen Verschleiß. Lass uns mal zu der Maschine gehen. Ich möchte gerne mal sehen. Darf ich die sehen? Die Zwischenscheiben nur ganz kurz. Es ist ja so, das Material, was wir haben, wie gesagt, das ist unser Grundmaterial, das wir immer verwenden. Wir gehen da nicht auf billig oder versuchen, irgendwo was noch rauszusparen. Ja. Das Material hat eine Temperaturbeständigkeit von knapp über 500 Grad. Und das ist auch was, wo dann Kunden anrufen und sagen, ah, ich brauche neue Zwischenscheiben, Ding. Und dann bin ich echt verwundert, weil das braucht niemand. Das braucht auch unser Rennroller nicht und unsere Kollegen nicht, diese Zwischenscheiben, über die wir sprechen. Dass die was kaputt kriegen, was ihr nicht kaputt Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum? Und jedes Mal, wenn ich frage, sagen die Kunden, die sind violett, die sind blau, die sind rot. Na, sage ich, ja, ist okay. Wir haben gerade vorher die Kurbelwelle gesehen, die so rötlich, gelb, ja, so war. Das ist eine Farbe, die einfach vom Temperaturprozess kommt. Und dieser Prozess, der da stattfindet, ist für dieses Material ohne Gefügeveränderung. Und deshalb ist es auch, wenn die Kupplungen so derb rannehmen, was man im Alltag ja theoretisch nicht macht, dann können die Kupplungen das abhaben, dass da theoretisch eine sehr große Hitze kommt, wo dann Anlauffarben kommen. Ja, Anlauffarben. Ohne dass sie sich verformen. Das ist halt der Knackpunkt. Ne? Wenn ich ein rundes. Und bleibt aber formstabil. Unser Material wird ja vergütet. Ja. Und ein Rundstahl wird vergütet, indem er gewalzt wird. Ja? Der wird also geknetet bis auf den Durchmesser runter, wo er haben soll, und bekommt dadurch seine wie ein Schmiedeprozess. Und das ist ja ein runder. Also, wenn man jetzt einen Rundstahl schneidet und das Gefüge anschauen wird, wäre alles vom Zentrum aus. Ausgehend. Es hat also das Gegenteil von der Walzrichtung. Ja. Und wenn wir die Scheiben jetzt abstechen, also vorher Prozesse machen und dann abstechen, und dann kommen diese Scheiben als Paket in der Vorrichtung in die Maschine rein, wir können sie jetzt nicht öffnen, dann kann die halt, so eine Maschine, die kann hier solche Dinge aus dem Vollen raus machen, oder ja, die schneidet das einfach mit ihrem Draht raus. Ja, das ist Drahtschneiden, das kennen viele. Ja, schaut dann nachher so aus, das hier fliegt dann raus. Und so weiter. Und dieser Prozess ist für uns natürlich ganz toll, dass wir den haben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß überhaupt nicht, ob unser Material zu lasern wäre. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, aber lasern hat dann auch nicht die Oberfläche. Lasern ist dann, gibt es auch verschieden, aber wir haben diesen Prozess festgelegt und never change a running system. Hast du beim Lasern, wie beim Wasserstrahl, das Problem der Streuung, je tiefer du musst? Dass der Laser sich, beim Wasser ist es ja so, ja, eine gewisse Höhe, Aufbauhöhe. Moderne Laser stellen das ja ein bisschen nach. Also ja. Bevor die abdriften. Aber wir hätten 1,25er Scheibendicke. Ja, also ich glaube, da findet noch. Nein, wir haben einfach den Prozess festgelegt für uns. Das, aber die gibt es auch als. Du brauchst ja nicht als Ersatzteil, das ist ja eine blöde Frage an sich. Nein, also ich wüsste. Also wenn, dann habe ich mal einen Kunden, welche verkauft, der es wollt. Wie viele Ersatzteile für die Kupplung habt ihr rausgeschickt? Eigentlich nur. Innenkörbe, wenn sich irgendwelche Kunden die Nebenwelle im Innenkorb verdreht haben, verschweißt haben irgendwie, ja, wenn solche Sachen passieren. Ansonsten, hören ja alle mit, dürfen ja alle wissen, keine Ahnung. Nee. Wenn du schon so lange überlegen musst, dann nein, sagt also, das eigentlich alles aus. Ja. Sagt das eigentlich alles aus. Was kostet die Kupplung? Das kommt darauf an, ob Spacer dabei sind oder nicht. Die vier Scheiben kostet mit 1 mm Spacer Federn. Das müssen wir nachher erklären. Wir haben da die Small Frame kostet 460 Euro und die fünf Scheiben kostet, glaube ich, 520, 530 Euro ungefähr. Bis wie viel PS ackert ihr damit rum? Also wir sagen, die vier Scheiben, die ist so bis 40 PS. Kommt ja auch auf die Nuten drauf an. Also nur PS ist schwierig. Die fünf Scheiben wird gefahren bis 60 PS.
Wir haben dann noch eine verschraubte Version, die packt nochmal was drauf. Dann haben wir nochmal eine spezielle Vergütung von 2-3 Bauteilen, können wir nachher vielleicht auch noch drauf eingehen. Da wird sie bis 70 PS, bis 80, 70 PS auf der Straße. Der sagt, es gibt bis jetzt keinen, der sagt, die Kringkupplung hält seine Leistung nicht. Wir wissen nicht, wann sie nicht mehr funktioniert. Wir wissen nicht, wann sie nicht, genau, das ist eine gute Antwort. Sie läuft auf der Rennstrecke überall mit den Leistungen, auf allen Prüfständen, wo wir konnten, sind wir gewesen. Das heißt, der Erste, der euch eine zerstörte Kupplung bringt, dann wisst ihr auch, wie viel PS hinten raus. Also das will er zerstören. Was soll kaputt gehen? Kann selbst, wenn sie rutscht, nicht zerstören. Also uns, ich glaube noch nie, es gibt keinen Korb, der auseinandergeflogen ist, es gibt keine Ahnung. Ein Drucklager kann ein Kunde kaputt machen, indem er Spiel oben rausnimmt und kein Spiel hat und das Drucklager dann hunderte Kilometer mitläuft und irgendwann fliegt das Nadellager natürlich. Das ist wie beim Auto, wenn man dauernd den Fuß auf der Kupplung hat, dann sagt der Hersteller auch, Freund, Dauerbetätigung, nö. Nein, du musst es schon sach- und fachgerecht benutzen. Also ich sag mal, wenn du es natürlich anders benutzt, als der Hersteller es vorgesehen hat, dann bist du natürlich selbst schuld. Ja, nein, also da sind wir ganz sattelfest. Das ist ein tolles Produkt für uns. Wir haben keine Produkte, wo uns Kopfschmerzen machen, sonst würden wir sie nicht machen. Oder wir würden sie so verändern, dass wir keine Kopfschmerzen mehr haben. Ja. Also das ist auch etwas, was wir nach dem ersten Telefonat hatten, wo ich angerufen habe und gesagt, das hätte ich gerne, das möchte ich gerne. Du gesagt hast, ja, aber dann nimm auch die Kupplung dazu. Ne? Ja, ich bin ja ausschließlich Large-Frame-Fahrer. Ja, ich auch. Und ich habe ich habe mal vor vielen Jahren so eine Cosa gebaut, leider eine hässliche Cosa für Rennen mit 51 PS und habe dann da auch eine Kupplung verwendet und dann war das natürlich auch, man bestellt sich die XL-Federn, die XXL-Federn, man packt Federn rein, man macht die speziellen großen Ringe, man macht hier Zwischenscheiben und so weiter. Ja. Und dann hatte ich das Problem, dass das Ding einfach nur mal trennt hat. Also entweder die Leistung hat es nicht gehalten oder sie hat nicht getrennt. Ja, Männer, dann würde ich sagen, verziehen wir uns mal in die Werkstatt, oder? Gerne. Alles klar. Ja, bis gleich.